Ja, irgendwann werde ich dann zum Viech. Ich werde dann richtig unangenehm. Ich kann richtig eklig werden, wenn mich einer zu viel geärgert hat. Dann wäre ich auch komisch. Ja. Ich bin normalerweise nicht komisch mit Leuten, überhaupt nicht. Ich habe auch keine Probleme. Ich gehe gewissen Leuten aus dem Weg. Na, dann im Theater ist ja auch so einer, so ein komischer Vogel. Der stellt sich immer hinter die Leute und guckt, was die machen. Und steht da 2 Minuten hinter denen und starrt. Ich habe es noch nicht erlebt bisher. Wenn der hinter mir steht, werde ich sagen, was machst du hier hinter mir? Mach, dass du wegkommst und lass mich zufrieden, Junge. Ja. Ja, ich kann richtig ulkig werden. Ach, jetzt hat mir mein Sohn was geschickt. Ja, aber wenn man mich ärgert oder mich irgendwie komisch behandelt, werde ich ulkig. Ja. Ich will einfach nur meine Ruhe haben, Mann. Du tust keinem was, das kennt ihr ja selber wahrscheinlich. 1000 Leute fahren dir an Karren plötzlich. Na. Ja, das Zusammenleben mit meinem Neffen ist schön. Wir leben sehr gut zusammen. Wir arbeiten auch zusammen. Na, ja, alles prima. Naja. Ich muss euch nicht über das Leben erzählen. Ihr wisst selber, was so passiert. Ne? Ihr könnt mir ja auch mal ein bisschen was erzählen, was ihr so für merkwürdige Begegnungen in eurem Leben schon hattet. Aber man will sich ja immer nicht so offenbaren. Viele trauen sich ja immer nicht zu reden oder zu schreiben.